Herzlich willkommen bei grün-und-gesund.de. Ich freue mich sehr, dass Felix Münster und Klaus Müller von kunaplus.de heute mit dabei sind bei diesem Interview. Es geht um Kamut-Weizen. Weizen, das Thema ist ja Weizen oder Segen. Und ja, Kamut-Weizen ist eine Urform des Weizens, das wesentlich gesünder ist und trotz des enthaltenen Glutens wesentlich besser verträglich ist. Und mit dem heutigen Weizen ja nur noch sehr, sehr wenig zu tun hat. Ja, auf dieses Thema würde ich einfach gleich ein bisschen eingehen, aber erstmal begrüße ich ganz herzlich euch beiden. Ja, hallo Andreas. Hallo Grüß Andreas. Dich. Schön, dass ihr dabei seid. Das Thema Brot ist heutzutage für viele sehr, sehr wichtig. Es ist sozusagen ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Ja, umso härter war es für mich vor 4 Jahren, als ich erfahren habe, dass ich kein Gluten mehr vertrage und darauf verzichten muss. Inzwischen, wer mich kennt, weiß, dass ich eine Rohkosternährung favorisiere. Aber es ist ja trotzdem so, dass man in einer Gesellschaft lebt und immer wieder mit Brot in Kontakt kommt. Und es ist einfach auch schön, da eine Ausnahme machen zu können. Und es war einfach total faszinierend für mich, als ich vor einiger Zeit von einem meiner Lehrer informiert wurde, darauf hingewiesen wurde, dass ihr ein Brot backt aus Kamutweizen, das auch für Leute, die Glutenunverträglichkeit haben, in vielen Fällen verträglich ist. Und da bin ich dann doch hellhörig geworden auf euch und habe mir das direkt mal geholt, das Brot. Und das ist wirklich sehr faszinierend für mich, dann nach 3 Jahren wieder mein Brot essen zu können, dass ich dann tatsächlich auch vertrage. Woher das kommt, können wir gleich mal noch ein bisschen genauer darauf eingehen, warum das so ist. Erstmal vielleicht die Frage an den Klaus. Oder ihr könnt ja schon überlegen, wer das beantwortet. Was ist genau Kamutweizen? Was kann man sich darunter vorstellen? Gut. Ja, es handelt sich also um den sogenannten Urweizen, Kamut Khorasan. Die ist sozusagen auch Khorasan im Namen gleich die Herkunft. Regional aus dem Nordiran, das Gebiet Khorasan. Da kommt es ursprünglich eigentlich her. Die Sorte ist ungefähr, schätzt man so, 6000 Jahre alt. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte, dass damals um die Zeit des Zweiten Weltkriegs herum ein britischer Luftwaffenoffizier im Grab von Tutanchamun da bei der im Grab sozusagen mit gesucht hat und eine Schale mit immer noch keimbarem Korn gefunden hat. Und das ist eigentlich unmöglich, so gesehen, sagt man nach der modernen Wissenschaft. Und das Interessante daran ist, dass er das dann halt mitgenommen hat zu sich nach Hause und halt wieder angepflanzt hat und es trotzdem immer noch keimfähig war und wieder gewachsen ist. Und deshalb nennt man das auch zum Beispiel im Amerikanischen King Tut's Wheat. Okay. Daher kommt das als Parallelbezeichnung mit und ist halt ähnlich wie Emma und Einkorn, also auch eine sehr alte Sorte. Emma und Einkorn sind älter. Das Besondere am Kamut ist halt, dass es nicht mehr überall so einfach wächst von den klimatischen Bedingungen. Und wir beziehen unser Korn deshalb aus Kanada, aus den Bundesstaaten Saskatchewan und Alberta. Es kommt auch teilweise aus den USA, aus Montana. Das sind die Naturschutzgebiete, Reservate. Und dort hat derjenige, der das wieder neu angebaut hat, also der Nachfahre, der Bob Quinn, das mit seinem Vater zusammen wieder in den 70er Jahren angefangen, großflächig zu kultivieren. Dort sind die klimatischen Bedingungen halt optimal. Und die Böden sind halt ganz, ganz wichtig beim Kamut. Die sind nämlich sehr selenreich, dort, wo es angebaut wird. Und Selen ist ja das so ziemlich mit stärkste Antioxidant, was wir finden heutzutage auf unserem Ernährungsspeiseplan, was fehlt, was ähnlich von der Geschichte her wie beim Vitamin C zum Beispiel früher mal vom menschlichen Körper selber produziert werden konnte, es aber mittlerweile nicht mehr klappt. Wir wissen ja zum Beispiel, dass die Katze und das Pferd Vitamin C noch selber herstellen können. Uns klappt das nicht mehr so und das Gleiche ist auch beim Selen der Fall.
wie gesagt, eines der stärksten Antioxidantien. Und das ist so die Besonderheit, dieser enorme Mineralienreichtum und die enorme Menge an Vitalstoffen und sekundären Pflanzenstoffen, die unser Immunsystem enorm unterstützen. Mhm. Und das ist die Besonderheit im Gegensatz zum Beispiel zum Einkorn und Emmer beim Kamut, dass es hier in hochkonzentrierter Form halt noch stark vorhanden ist. Okay. Da sind wir direkt schon bei den Vorteilen angelangt. Aber jetzt hat man gerade schon gehört, also ihr seid nicht nur Spezialisten für Kamut, sondern ihr arbeitet auch damit, nämlich ihr macht auch Produkte, nämlich hauptsächlich Brot und Nudeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Wie seid ihr dazu gekommen, eine Firma zu gründen rund um Kamut? Ja, das ist ganz einfach. Ich komme ja aus einer ganz anderen Branche. Ich habe einen Elektrobetrieb gehabt und bin inzwischen Rentner und wollte noch was Vernünftiges tun. Ja. Habe mich ein bisschen mit Lebensmitteln befasst, weil was man im Supermarkt kriegt, das sind ja nur noch Füllstoffe. Ja, Füllstoffe, das stimmt ja. Essmittel. Und ich esse gern Schupfnudeln, bin Schwabe. Aber das Ei musste nicht unbedingt sein und ein gesundes Korn wollte ich auch drin haben. Mhm. Kartoffel muss drin sein in der Schupfnudel. Und so bin ich dann auf die Suche gegangen, habe dann das Kamutkorn gefunden, war fasziniert von den Inhaltsstoffen und habe gesagt, jetzt machen wir eine besondere Nudel. Okay, also mit der Nudel fing alles an, mit der Schupfnudel sozusagen, ja? Ich habe einfach gesagt, Kartoffel rein und Kamutkorn rein. Ja. Es gibt unsere Nudel, aber es heißt nicht heute nicht mehr Nudel, es heißt heute Kanutis, Kartoffelnudel. Ja. Mhm, okay, das sind die Kanutis, habt ihr sie genannt. Okay. Das ist da schön bildlich dargestellt auf dem Produktlogo. Und ja, dann haben wir die Kanutis hergestellt. Unsere Kunden waren begeistert. Ja, dabei ist es ja nicht geblieben bei den Nudeln, ja? Ja, wir haben natürlich auch gleichzeitig Anfrage gehabt, wie sieht es denn mit Brot aus? Mhm. Wir haben Brot gebacken. Und was das Faszinierende ist, wir konnten aus unserem Kamutmehl ein Brot backen, ohne jegliche Konservierungsstoffe, ohne Zutaten, ohne Gewürze, ohne alles. Rein mit Kamut, 100% Kamut Vollkornmehl. Wir backen inzwischen auch helles, ja. 2% Salz drin und Naturhefe, Wasser und das war's. Das Salz ist wahrscheinlich auch, was habt ihr, Meersalz oder was habt ihr? Wir haben Steinsalz. Steinsalz. Salz, ja. Und mehr brauchen wir nicht. Ja, also es kann man einer Hand abzählen, die Inhaltsstoffe. Ja. Ich habe dieses Brot auch, wie gesagt, ausprobiert und sehr, sehr, sehr lecker. Und wie gesagt, ich konnte es auch vertragen. Das war das völlig Faszinierende jetzt von meiner Seite aus. Jetzt haben wir eben schon drüber gesprochen, warum das Kamut so gesund ist. Also einmal aufgrund der Inhaltsstoffe, die Böden spielen eine große Rolle. Ist es auch Bio? Kann man es als Bio bezeichnen? Wir haben Kamut-Lizenz. Wir dürfen mit dem Kamut-Zeichen, Kamut ist ja das Warenzeichen für Sanweizen. Also Khorasan-Weizen ist der eigentliche Ausdruck und Kamut ist das Markenzeichen. Kamut ist das Markenzeichen. Okay. Und mit diesem Markenzeichen dürfen wir werben. Okay. Ist Bio. Ja, das heißt ganz einfach, wir wollen auf unsere Tüte Bio gar nicht drauf haben, denn wenn ich heute in den Supermarkt gehe, 50 Meter Regale nur Bio und das in 5000 Supermärkten, da ist tatsächlich Bio drin. Nur die dürfen Bio draufdrucken, sobald 10% drin sind. Ach. Mhm. Und da möchte ich unser Produkt nicht im Regal wissen und da möchte ich dann auf unserem Produkt auch kein Bio-Zeichen wissen. Da ist für uns gut genug und viel Mehrwert. Ah, okay. Ja. Und was bei uns dazu kommt mit den ganzen Produkten, ich wollte ja ein gesundes Lebensmittel schaffen. Ja. Was das Produkt tatsächlich kann, erfahren wir heute von unseren Kunden. Die Kunden rufen an, ja,
Die freuen sich, dass sie wieder Brot essen können. Die freuen sich, dass sie wieder Teigware essen können. Und es rufe selbst Schwergewichtige an und sage, mein Stoffwechsel kommt wieder in Ordnung. Ich kann wieder richtig gut essen und ich nehme ab. Ja? Und das ist für uns eine ganz tolle Sache hier am Telefon. Also es geht also weit darüber hinaus, dass man jetzt einfach nur sagt, ich kann jetzt ein Brot essen und gut ist, sondern es sind auch wirklich dann gesundheitliche Aspekte, die bei Leuten dann eintreten. Ja? Also wirklich gesundheitliche Verbesserungen eintritt, wenn sie den normalen Weizen weglassen. Wahrscheinlich ist das der Grund. Ja? Und dann ersetzen durch einen Kamutweizen. Ja, nun, unsere Kamutweize ist kein Wundermittel. Viel erreicht ist ganz einfach schon damit, wenn ich da allein meine Lebensgefährtin sehe, die immer beim Frühstück Probleme gehabt hat. Einmal glaubt sie, es war der Kaffee, dann glaubt sie, es wäre das Pektin von der Marmelade, dann irgendwelche Dinge im Brot oder sonst was. Sie wusste nie, woran es liegt, bis sie dann ganz einfach der Weizen komplett und ganz konsequent weglassen hat. Selbst auf die Tüte beim Einkaufen ist ja der Weizen in sehr vielen Produkten versteckt. Ja, richtig. Und es regt mich manchmal auf, wenn ich mit ihr einkaufen gehe. Sie kauft selbst fast mit der Lupe ein. Sie achtet ganz konsequent drauf und ja, sie hat in einem Jahr 15 Kilo abgenommen, ohne Verzicht, nur indem sie sämtliche Weizenprodukte weglassen hat. Und es geht ihr zwischenzeitlich weitaus besser. Ja? Mhm. Sie hat eine nicht sehr angenehme Krankheit und da erfährt sie Blindrum. Mhm. Und die gesunde Alternative ist dann eben unser Kamut. Ja, ja. Ja, also wie gesagt, vertragen habe ich es auch, was die Sache sehr interessant macht. Könnt ihr was dazu sagen, wie das kommt? Also normales, heutiges gezüchtetes Weizen enthält ja Gluten und Kamut-Weizen enthält ja auch Gluten. Aber wie kommt es denn dazu, dass Leute, die eine Gluten, also nicht Zöliakie, da geht es dann wirklich um das Gluten, also wie ich das richtig verstanden habe, das ist dann, sollte man das Kamut dann auch nicht essen, aber wenn man einfach eine Überempfindlichkeit hat gegen Gluten oder man glaubt sie zu haben, warum gibt es da diese Unterscheidung, dass ich plötzlich dann euer Brot vertrage? Ja, gut. Es gibt sogar mittlerweile, also wir dürfen das als Heilaussage offiziell natürlich nicht nennen, also es kommt nicht von uns, aber wir haben tatsächlich auch Kunden, die eigentlich Zöliakie-Patienten sind und tatsächlich auch unsere Produkte, also auch das Brot vertragen. Das ist sensationell. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir vorher auch nie gedacht hätten, was jetzt erst an uns rangetragen wurde nach und nach. Und das Interessante ist ja, was wir vermuten, wie du schon sagst, es liegt ja nicht nach neuesten wissenschaftlichen Studien am Gluten an sich, sondern bei den modernen Hybridweizen liegt es vermutlich an dem ATI. Also das ist ein Amylase-Trypsin-Hämmer. Das ist also ein Insektizid, was dort rein gezüchtet wird künstlich, was man schon vorher abmacht. Es gibt da ein großes Unternehmen, das wollen wir jetzt mal so nicht nennen, was dann sehr aktiv am Forschen ist, was, denke ich, jeder kennt, fängt mit M an, hört mit O auf. Das Interessante beim Gluten an sich ist ja, da gibt es einen Stoff, nämlich das Gliadin, sozusagen im Gluten mit drin sitzt. Und das gibt es in mehreren verschiedenen Formen, in denen es vorkommt und auch verhältnismäßig, mengenmäßig. Mhm. Gliadin ist letztendlich auch bei der Zöliakie der Faktor, was als Proteinbaustein zusammen mit dem Gluten dafür sorgt, dass es nicht vertragen wird. Die Form des Gliadin, wie es halt liegt in der bioverfügbaren Form, ist halt eine andere beim Kamutweizen. Vermutlich wird durch dieses ATI, was reingezüchtet wurde, eine Veränderung auch im Gliadin hervorgerufen. Das ist die Vermutung, die momentan im Raum steht, nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Okay. Wer da noch ein bisschen mehr zu erfahren will, ich meine, auf eurer Website ist auch dieser Ausschnitt aus dem ARD-Beitrag, wo es auch darum ging. Genau.
kann man sicherlich das auch nochmal irgendwie sich anschauen. Aber das wird das dann quasi erklären, dass ich sozusagen dann wirklich ja, dieses Urweizen dann plötzlich vertrage, obwohl es Gluten enthält. Ja. Und ihr kriegt entsprechend auch Rückmeldungen. Das ist jetzt wirklich auch von Leuten, die Rückmeldungen kommen, die Zöliakie haben, ist wirklich hoch spannend. Ja. Also müsste man das wirklich, diese Glutenunverträglichkeit dann echt umschreiben? Ist es dann eher eine ATI-Unverträglichkeit oder ja, dieses irgendes veränderte Gluten sozusagen? Ja. Vom Prinzip her ja schon. Was auch herangetragen wird, von den Erfahrungen her merken wir das deutlich. Also auch ja, ganz normal glutenintolerante Menschen haben überhaupt kein Problem mit, von den Erfahrungsberichten her, mit unserem Brot oder auch mit den Cookies. Und das hat uns ja schon begeistert. Wir hatten die Vermutung, aber dass es dann doch so an uns herangetragen wurde, war enorm von der Resonanz. Aber das hat uns, muss man sagen, wirklich auch von den Socken gehauen, wo dann die ersten Zöliakie-Patienten sich melden. Ja, das ist hochspannend. Und ich denke, es wird einige wirklich sehr, sehr interessieren. Denn es ist ja oft so, also bei mir war es zumindest so, dass ich jetzt, es gibt ja diese Kreuzreaktion, wie man das nennt, also ich habe eine Allergie gegen Weizen, aber ich kann es jetzt auch nicht ersetzen durch ein Reismehl oder durch ein Maismehl, dann bin ich auch allergisch gegen. Ja? Das sind ja irgendwie dann die Gräser und ich weiß nicht genau, wo es her dann kommt, dass ich damit nicht ersetzen kann. Aber in diesem Fall scheint es zu funktionieren und ich vermute einfach, dass in anderen Fällen dann auch da irgendwelche Züchtungen mit reinspielen. Mais ist ja auch bekanntermaßen gezüchtet und Reis sicherlich auch. Damit kenne ich jetzt nicht so aus und wahrscheinlich spielt das dann da auch irgendwie mit einer Rolle. Ja, okay, also ist jedenfalls hochspannend und da kommt natürlich jetzt die Frage, was genau kann man mit dem Corazan alles machen, jetzt in praktischer Form? Oder fangen wir erstmal an, was ihr alles so damit macht. Also wir machen unsere Kanutis natürlich damit. Wir backen unser gesundes Brot, helles Brot, Vollkornbrot. Und wir haben natürlich auch inzwischen Brot des Monats. Dieses Mal war das Kürbiskernbrot dabei, sehr beliebt. Also unsere Umsatzzahlen sind in die Höhe. Und was wir natürlich ganz besonders tun, wir zeigen den Kunden mal, dass sie mit dem Mehl hervorragend selber Brot backen können. Wir haben so Männer inzwischen, die mit Begeisterung Brot backen. Das Mehl ist fast eine Gelinggarantie. Ja, es lässt sich viel schöner backen, es verhält sich viel besser. Es ist wunderbar, mit dem Brot mit dem Mehl zu arbeiten, sei es beim Kochen als Bindemittel oder zum Backen. Wir haben inzwischen die ersten Corazan-Cremesuppen. Ja, eine Tomatensuppe mit Corazan als Bindemittel. Ja. Wunderbarer Geschmack und vollkommen pflanzlich, keine Chemikalien drin, keine Geschmacksverstärker, kein Gluten. Ja, eine wunderbare Geschichte. Ja, ja. Ja, das ist wirklich eine spannende Sache, weil sowas ist natürlich sehr, sehr schwierig heute zu bekommen, wenn ich ein Brot beim Bäcker hole. Ich weiß gar nicht, wie viele Stoffe da drin sind, aber es müssen sehr, sehr viele sein. Da kannst du vielleicht eher noch was zu sagen, aber das ist ja dann wirklich gar kein Vergleich. Da weiß der Felix so ein bisschen. Ach, gut, das ist in den fertigen Teiglingen, die ja teilweise genommen werden, weil man es mengenmäßig schon nicht schafft, die werden natürlich großteils auch außerhalb von Deutschland dann natürlich vorbereitet, gebacken und teilweise sogar aus Übersee dann geschifft und sind mehrere Wochen unterwegs, sowas gibt es auch, dass es viele Bäcker tatsächlich Teiglinge aus Fernost verwenden, die dann mit speziellen ja, haltbarkeitsmachenden Stoffen dann den langen Seeweg so mit überstehen und dann einfach nur noch frisch aufgebacken werden. Das, also frisch bezieht sich dann nur auf das frische Aufgebacken, nicht auf... Genau, ja, okay. Das ist natürlich dann auch wieder der Grund, wenn man dann beim Thema Darm und Gesundheit ist, wissen wir ja, dass die Gesundheit auch im Darm sitzt. Das liegt ja auch an den wunderbar schönen, beweglichen, kleinen, vielen Darmzotten. Und die verkleben natürlich auch durch diese ganzen Mischungen in Kombination mit dem Gluten. Und dadurch fährt natürlich bei den meisten Menschen dann das Immunsystem runter.
Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir so vermehrte typische Volkskrankheiten immer am Steigen haben oder dass Adipositas halt enorm steigt oder das auch quasi als Trend oder Welle aus den USA rüberschwappt. Es ist nicht mehr verwunderlich, weil wenn die Darmzotten sich nicht mehr bewegen können und verklebt sind, ja, was ja beim Kammut so nicht passiert, deswegen tritt einfach nur schon alleine dadurch, dass der Darm wieder arbeiten kann, einfach dieser Effekt des Abnehmens ein. Und das ist halt diese gefährliche Kombination von den haltbarkeitsmachenden Stoffen mit der modernen Hybrid-Weizenzüchtung, was dann da drin ist. Ja, schlimm ist natürlich, dass auch die Stoffe gar nicht deklariert werden müssen, weil es als technisches Hilfsmittel zählt. Ja? Ach. Was da alles drin ist. Ja. Das ist interessant, ja. Jetzt nicht nennen. Es gibt ja auch dieses Buch, die Weizenwampe. Da geht es ja auch ganz explizit um die großen Probleme von dem aktuellen Weizen, Hybridweizen, wie auch mal man es nennen mag. Das ist sicherlich auch erwähnenswert. Mögt ihr da irgendwann vielleicht noch ein Wort zu sagen zu dem Buch? Ja, es gibt verschiedene Bücher am Markt, die sich mit dem Thema schon beschäftigen. Das bekannteste ist, denke ich, das von Dr. William Davis, die Weizenwampe. Und er beschreibt halt ganz im Detail die einzelnen Krankheiten und Krankheitsverläufe, wie sie sich halt entwickeln durch den Weizen. Es wird also aber auch kein gutes Haar an allen weiteren Getreidesorten. Okay. Es wird ja zum Beispiel auch vermarktet, der Urdinkel. Ist aber letztendlich, hat aber nichts mit irgendeinem Urgetreide letztendlich zu tun, denn auch dort ist mittlerweile hineingezüchtet worden und man kann es ja gar nicht mehr verhindern, dass dort was reingezüchtet ist. Also wir haben das Problem auch beim Roggen, genauso wie beim Weizen, genauso wie beim Dinkel. Ja. Und die Liste kann man eigentlich weiter aufzählen. Die wirkliche Sicherheit hat man halt nur beim Kammut unter der Bezeichnung dieses Warenzeichens, weil das dort garantiert wird von der Reinheit. Und es wird auch in dem Buch schön beschrieben, wie sozusagen ab den 50er Jahren dieser Trend zu erkennen war. Er beschreibt das in dieser kleinen Geschichte, dass die Menschen früher ja nun auch nicht so regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen sind oder tagtäglich unterwegs waren, joggen, wie das ja heute vielfach gemacht wird, nur um einfach die schlanke Linie zu halten. Das war damals nicht nötig, weil es in der Zeit dann so langsam anfing mit der Hybridweizenzucht. Das sind also tatsächlich nur die letzten 50 Jahre, wo so stark daran herummanipuliert wurde, um den Ertrag einfach nur zu steigern, also um mehr Profit zu holen und zu haben. Ja. Wir haben auf der gleichen Fläche des Hybridweizens nur beim Kammut nur ein Siebtel des Ertrages im Vergleich. Und da sieht man einfach, dass es für viele sich halt nicht mehr lohnt, nicht mehr profitabel ist, für viele Landwirte auch. Ja. Und das wird beschrieben. So. Ja. Okay, also sicherlich ein hochinteressantes Buch, wer da ein bisschen tiefer in die Thematik reingehen möchte. Vielleicht nochmal zurück zu den praktischen Anwendungsbeispielen. Also ich kann es nur bei uns sagen, meine Frau nutzt das Mehl inzwischen auch ganz gerne, macht dann Brot eben damit selber. Und sie sagt eben, es ist eben so schön, dass man dass das Mehl einfach so schön fluffig und locker ist, wie es auch eben beschrieben hat. Man kann das auch selber machen, wer einen grünen Smoothie oder einen Hochleistungsmixer hat, der kann dann auch mit so einem diesem Behälter oder auch, es gibt auch spezielle Trockenmixbehälter, das auch selber ganz, ganz frisch zu Hause mahlen dann. Das ist eine schöne Sache. Man kann es wie ganz normales Mehl auch einfach verwenden. Es gibt aber andere Sachen, was ganz interessant ist, das Essener-Brot. Das ist eben für die interessant, die sagen, ja, Korn, okay, aber bitte nicht backen. Wie macht man das? Ja, das ist tatsächlich, denke ich, auch für Rohköstler interessant. Wenn man das mit der berühmten 40-42 Grad Grenze einhält, kann man das ja einfach auch, sage ich mal, trocknen. Den Fladen kann man sogar auf der Heizung auch machen. Man lässt das Korn, das Kammut einfach nur ankeimen und verarbeitet das dann sozusagen als Fladen. Wenn es dann sich, man wässert es halt etwas stärker, das gekeimte Korn, und kann es dann so kleinen Fladen zusammendrücken, formen und dann auch trocknen lassen.
Das wäre dann also ja, die rohe Variante. Wir hatten das auch geplant vorzubereiten, aber es hat jetzt leider zeitlich nicht gepasst. Wir hatten Ja. in den Öfen viele andere Brote und es sind Ja. schon wieder die nächsten dran. Wir machen dann gleich weiter. Und aber wir werden, denke ich mal, noch, wir hatten es ja versprochen, eine Anleitung parat halten. Und die, denke ich mal, können wir dann auch verlinken, Okay, wie also man. wenn ihr eine Anleitung fürs Essener Brot habt, sehr, sehr gerne, dann würde ich sagen, dann würde ich die unter dem Video verlinken und Ja. dann habt ihr einfach immer eine schöne Anleitung für unsere Zuschauer, wie man so Essener Brot selber machen kann. Ich denke, das wird viele interessieren. Ich muss sagen, ich habe wirklich reines Essener Brot noch nie gegessen, denn diese bis jetzt, ich habe öfters schon mal in Bioläden das gesehen, aber ich habe es einfach nie gekauft, weil ich einfach immer die Information hatte, ich vertrage das eh nicht, ich war noch ein bisschen vorsichtig damit. Ja. In diesem Fall habe ich jetzt aber dann einfach mal die Ausnahme gemacht, weil ich die Information bekommen hatte, okay, guck mal, das wirst du wahrscheinlich vertragen. Das ist jetzt so. Und mit dieser neuen Information würde ich tatsächlich jetzt auch so ein Essener Brot mal ausprobieren. Müsste es dann aber selber machen. Und wenn ihr dann ein Rezept habt, sehr, sehr gerne. Bin ich sehr gespannt drauf und würde es auch gerne mal ausprobieren. Genau, ja. Also das Essener Brot ist das eine, das Keimen hast du gerade ja schon angesprochen. Und ja, ich stehe ja sonst viel für natürliche, frische Ernährung, auch für grüne Smoothies. Und auch dafür kann man das Ganze verwenden, wenn man es, wenn man es ja, das Gras, das Weizengras sozusagen verwendet. Genau, also du kannst es ja nicht nur einfach keimen und die Sprossen über einen Salat tun oder auch hier in den Smoothie, sondern Weizengrassaft ist ja auch gerade ein sehr, sehr interessantes Thema, wo immer mehr Menschen aufwachen und merken, hey, das ist echt interessant. Nicht nur als Kur, sondern auch regelmäßig. Ja, also Und jetzt wirklich einen grünen Saft, ne? Also wenn ich genau. sozusagen presse, ne? Das sind ja zwei Sachen. Eines ist der grüne Smoothie, das andere ist dann. Genau, nicht als Smoothie, sondern den reinen Weizengrassaft. Genau. Und da kann man das auch, das denke ich, können wir dann vielleicht auch mit dem Keimlink zum Essener Brot gleich in die Beschreibung mit reinbringen, dass wir das mal mit erwähnen. Also wir haben auch immer mal was regelmäßig bei uns auf der Fensterbank zum Züchten stehen. Und das können wir mal kurz reinhalten. So sieht das dann nämlich aus. Yeah. Also das ist jetzt ein, ja gut, ungefähr 5, 6 Tage ist es schon. Da sieht man die Stärke, die Power vom Kamut, dass das wirklich relativ schnell als Weizengras in die Höhe schießt. Und das ja, ist natürlich von den Vitalstoffen her natürlich enorm, was ich da rausholen kann. Ich kann das jetzt einfach mit der Schere dann, ja, kennst du ja sicherlich auch, hast ja Ja, auch schon genau. gemacht, einfach abschneiden und mir dann meinen Saft daraus machen. Und das ist geht mit dem Kamut relativ schnell. Also einfach, wir haben das jetzt hier 5, 6 Tage ungefähr, ist das Ergebnis. Als Anleitung geben wir es mit bei am Keimen, aus dem Keimling halt. Ja, wie von alleine wächst es dann raus, muss man gar nicht viel machen. Wir haben das hier in so einem Küchenpapier, einem einfachen, in der Schale. Man fängt erstmal dunkel abgedeckt an, ist ja ein Dunkelkeimer. Und kann das dann natürlich nach und nach ans Tageslicht lassen und dann geht die ganze Geschichte auch schneller von. Okay, also wenn ihr eine Anleitung habt, super. Was ist jetzt genau der Vorteil? Also setzt sich das dann fort auch in den Gras sozusagen, die Vorteile? Ich kann ja, sonst wird ja immer vom Weizengras gesprochen, was eben so gesund ist, aber das setzt sich dann fort, die Vorteile, ja, wenn ich jetzt das Kamutweizen dafür nehme. Richtig, also ja, Selenreichtum ist natürlich in vollem Umfang vorhanden in dem Gras, was da wächst. Alle anderen sekundären Pflanzenstoffe, die natürlich auch der Gesundheit nur zugute sind, habe ich natürlich auch in hochkonzentrierter Form hier vorhanden. Ja, das ist klar. Also frischer geht es nicht, was ich machen kann mit dem Korn. Das ist eigentlich ideal. Einfach so täglich, um es dann mit auch in den Smoothie zu tun. Ob ich nun rein Weizengrassaft machen will oder mit in den Smoothie oder nur die Keimlinge, ist alles relativ einfach, sage ich mal, mit dem Kamut einfacher. Ich muss es nicht so ja, vorsichtig behandeln wie bei normalem Weizen und darauf achten, weil das ist halt das Urkorn. Es ist halt robust, sage ich mal, und einfach zu haben. Bei der Sache. Es hat nicht nur, wie wir immer sagen, bei unserem Mehl zum Beispiel beim Backen die Gelinggarantie. Die gleiche Gelinggarantie kann man eigentlich auch beim Keimen
ja, mit denen. Das ist eigentlich genial, wie einfach das zu handhaben ist. Das ist das Schöne beim Okay, Kamut. also die Anleitung gibt es von euch, das ist super. Das heißt, Ja. bei euch gibt es also nicht nur das Kamutmehl, sondern bei euch gibt es auch das keimfähige Korn, ja? Ganz genau, ja. Und das ist doch hochspannend. Kurz zeigen, also wir haben das ja in so Zellophantüten im Moment. So sieht das dann aus. Das ist also Okay. der Korn. Kann man es mal in die Kamera reinhalten? Ist das wie. Moment, ich habe Das? das mal hier. Vielleicht siehst du das so. Moment. Ja, das sieht doch Also toll das sieht man aus. einmal schon gekeimtes, sieht man dann hier vorne. Und dann halt das ungekeimte Ein Korn bisschen auch. höher noch? Ja, genau. Ja. Super. Also ist es ein bisschen größer, ne? Also im Vergleich zum normalen Weizen. Richtig, es ist doppelt und teilweise sogar mehr als doppelt so groß als der normale herkömmliche Weizen. Jetzt muss man natürlich sagen, Bio-Qualität ist ja schön, hatte Klaus ja gerade schon angesprochen, aber letztendlich die ja, Züchtung, die Manipulation, sage ich mal, ist ja trotzdem Bio-Siegel vorhanden. Ja. Das ist also auch der Unterschied zu unserem Warenzeichen. Also Bio und Demeter sind ja eigene Sachen für sich, aber ja, man kann schon klar sagen, Kamut ist nochmal von der Qualitätsstufe deutlich darüber. Also das kann man eigentlich gar nicht so. Also das liegt jetzt an diesen strengen Qualitätskontrollen und woran liegt das? Sehr, sehr streng kontrolliert, dass man das auch wahren kann, dass das Korn so vorhanden ist. Deswegen ist es auch, wird es auch in diesen abgelegenen Naturschutzgebieten großflächig angebaut in Kanada. Das ist auch ein Grund, dass selbst wenn man es in Deutschland anbauen könnte, klimatisch, natürlich dann sofort ich das ja, von der berühmten großen Firma das Maisfeld nebenan habe, die mit M anfängt und O aufhört. Und dann muss nur einmal kurz ein stärkeres Lüftchen wehen und dann ist es natürlich alles umsonst gewesen, dort anzubauen. Das würde strengen Richtlinien des Kamuts-Siegels nicht gerecht Okay, werden. das heißt, die sind wirklich so streng, die Richtlinien, dass ich wirklich da in ein Naturschutzgebiet gehe, wo dann eben nicht links und rechts drumherum diese genmanipulierten Sachen angebaut sind, um das Genau. wirklich, Genau, nicht. diese Reinheit zu wahren. Und wie du schon sagst, man kann es sonst gar nicht Richtig. garantieren. Ja. Nicht mal Das in die Nähe, ja. Nicht mal. ist interessant, ja. Das wusste ich gar nicht. Also es ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Also wird es wirklich drauf geachtet dann. Ja, das ist, finde ich, sehr, sehr gut, dass man wirklich so vielseitig einsetzen kann. Also vom Essener-Brot über selber backen zu Hause, über das Weizengras, Saft oder eben auch für den grünen Smoothie. Es ist für den Winter, es ist auch für interessant oder generell für Leute, die sagen, also sie möchten noch was anderes drin haben als immer nur Salat und Spinatblätter. Wenn man sich es einfach wirklich selber zu Hause ziehen kann. Und es ist ja sehr, sehr günstig, wenn man das so macht. Also das ist wirklich eine tolle Sache und auch, weil es eben auch so gesund ist und so tolle Inhaltsstoffe hat. Ja, habt ihr irgendwie noch, wir haben eben schon mal kurz über Kundenfeedback gesprochen. Was gibt es da noch? Gibt es da irgendwelche interessanten Sachen, die euch spontan in den Sinn fallen? Oder Ja, genau. Also wir können das auch mal zeigen. So sehen die ja aus. Das findet man ja bei uns auf der Internetseite auch. Das das sind sind jetzt die Kanutis. Das Kanutis. ist jetzt die Sorte oder die Form Radiatori. Und das Interessante dabei ist ja bei der Kartoffelnudel, dass sie relativ schnell gar ist. Also das heißt, ich muss sie noch nicht mal kochen, rein theoretisch. Ah, Es gibt jetzt wird's also spannend, ja. tatsächlich Erfahrungen, dass uns von Rohköstlern berichtet wurde, dass man sie wirklich auch schon ab 1 bis 2 Minuten bei niedriger Temperatur gar bekommt, dass man sie essen kann. Also ich habe jetzt die Nudel. Die Nudel ist, wie soll man das sagen, kalt gepresst, kann ich sagen. Gebacken wurde es also auch nicht. Wie ist die Herstellung? Helf mir mal, wie macht er das? Von der Nudel gehen wir ja ganz weg. Die gibt es im Supermarkt, die Nudel. Bei uns gibt es Kanutis. Ja, okay. Die Kanutis, das ist eine Mischung zwischen Kartoffel und Khorasan-Mehl, Salz, wie wir schon gesagt haben. Und die wird natürlich mit Hochdruck und sehr wenig Wasser in einer speziellen Maschine gepresst. Ja. Aber bei niedrigen Temperaturen, das ist dann ist noch Rohkostqualität. Oh ja. Die Temperatur, die liegt bei 20 Grad beim Pressen. Die wird Okay.
ist überhaupt nicht erhitzt und sie wird dann getrocknet auf bis zu 99%. Ja. Restwasser haben wir nicht mehr viel und kann sehr lange gelagert werden. Also die Trocknung ist dann auch über einen längeren Zeitraum oder wie geht das dann? Die Trocknung geschieht innerhalb 24 bis 36 Stunden, je nach Temperatur. Wir trocknen bei 30 Grad, ja, und 50% Luftfeuchtigkeit. Wunderbar. Funktioniert. Okay. Also tatsächlich eine Nudel aus Kamutweizen in Rohkostqualität, wenn man so will. Und jetzt muss ich sie nicht mal kochen, sondern ich kann sie in 40 Grad warmes Wasser reintun. Ja, und das geht auch. Also das Interessante ist ja, deswegen geben wir das auch immer als Hinweis mit neuerdings, dass sie schon nach ja, 2 bis 3 Minuten reichen, wirklich, wenn ich sie koche. Ich sie jetzt in Rohkostqualität haben möchte, dann braucht es natürlich ein wenig länger, aber das funktioniert. Dann sind wir bei den berühmten Kochzeiten, die jede normale Pasta, die ich auch im Supermarkt kaufen kann, also bei den üblichen 10, 11 Minuten, bin ich da ungefähr, dann sie in Rohkostqualität. Das Besondere bei uns ist wirklich, dass man am besten gleich am Topf stehen bleibt und gar nicht erst wegläuft, sondern nach 2 Minuten sind die schon, wenn man sie ganz normal kocht, also al dente. Und wenn ich sie durch den Kartoffelanteil natürlich zu lange koche und dann nicht drauf achte, ist uns jetzt auch schon mal passiert, dass da Rückfragen kamen, dann kann es natürlich passieren, dass sie ein wenig klumpt durch den Kartoffelanteil. Okay. Das heißt, da muss man dann ein wenig aufpassen und das geht also relativ schnell. Man braucht dann nicht weglaufen wie bei der, sage ich mal, klassischen, relativ billigen Hartweizengrieß aus dem Supermarkt, den ich da sozusagen tot kochen kann ohne Ende, wo nichts mit passiert, habe ich hier wirklich ein hochwertiges, frisches Lebensmittel, wo ich auch ein bisschen drauf achten muss, dass mir das nicht wegläuft dann. Das ist spannend. Ja. Gibt es ja Erfahrungen von Rohköstern oder sowas, die euch da irgendwas zu sagen? Genau, wurde tatsächlich schon ausprobiert. Ja, wir haben ja unsere Canuteria, wo die Leute auch unsere Produkte probieren können im Lokal. Ja. Wo es auch mal zum Bier noch ein Butterbrot gibt, mit Schnittlauch zum Beispiel, ein Kamut-Butterbrot. Und wir haben tatsächlich im Lokal schon Rohköstlerin gehabt, die gesagt hat, nein, bitte kein Brot, ich kann kein Brot essen. Ja. Sie wurde dann gebeten, wenigstens ein kleines Stück zu essen. Sie hat ein kleines Stück gegessen, konnte sich dann nicht mehr beherrschen, hat 4 Scheiben gegessen. Ja, ja, hat sich danach gewundert, dass sie ganz normal Brot essen konnte, ohne dass es der Organismus belastet hat. Sie hat keinerlei Probleme gehabt und sie hat mich tags danach angerufen. Sie war aus der Schweiz, hat mich angerufen und hat gesagt, toll, prima, ich möchte jetzt das Brot bestellen. Ja. Ja. Und das sind für uns immer wieder Zeichen, wo wir am Anfang wirklich nicht gewusst haben, was man damit anrichtet draußen beim Kunde. Ja. Der Kunde sagt es uns. Bei uns geht die Werbung umgekehrt rum. Woanders heißt, das Produkt kann das und das und das und das. Und bei uns sagt der Kunde, was das Produkt kann. Und nur gesagt, es ist ein gesundes Lebensmittel. Ja, ja, sehr faszinierend. Ja, das finde ich interessant. Also es muss toll sein, wenn man eben so ein Feedback kriegt von den Leuten, was begeistert. Und finde ich sehr, sehr spannend. Unter anderem eine Frau angerufen, die sagt zu mir, ich danke Ihnen für das Paket, das Sie mir geschickt haben. Sei, Sie haben es bezahlt, Sie brauchen sich nicht bedanken. Ja. Sagt, doch, das ist erforderlich, ich kann jetzt endlich meinen Mann wieder zufriedenstellen. Der darf jetzt abends wieder 2 Scheiben Brot essen, der kriegt sonntags zum Mittagessen wieder seine geliebte Teigware und der ist glücklich. Und die Frau war voll und ganz begeistert, dass sie jetzt wieder was auf den Tisch stellen kann, was er gerne isst und was er auch essen kann. Ja? Also das heißt, der Mann konnte es, hat es nicht vertragen vorher. Vorher kein Brot, keine Teigware. Und so Geschichte begegnen uns eben täglich. Ja? Wir haben sehr viel
Telefonate, wo Leute über ihre Erfolge berichten. Und was kann uns Besseres passieren? Das motiviert uns für den ganzen Tag. Ja, das ist super. Es ist ja heutzutage bei mir genauso oft so, dass eben man geht, man ändert seine Ernährung einfach, weil es eben Probleme gibt. Man merkt einfach, die Ernährung so, wie sie, man sich standardmäßig zu sich nimmt, ist einfach, ja, führt zu Problemen, zu Krankheiten oder was auch immer, zu Beeinträchtigungen. Und ja, wenn ich es eben ändere und gehe auf die Rohkost, auf frische Sachen, dann geht es mir plötzlich besser. Und wenn ich jetzt dann eben auch mal wieder ein Brot essen kann und es geht mir damit gut, also ich sehe es zumindest so, ich bin da völlig okay mit, ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Rohköstler, sondern wenn das so, man muss es vielleicht nicht jetzt übertreiben, ja, aber es ist einfach schön, sowas mal machen zu können oder wenn man mal mit Freunden unterwegs ist, die einfach sich normal ernähren, ja, und dass man dann jedes Mal diese Sonderrolle, das ist auch dieser Aspekt, der mich wirklich dann oft stört, dass man da immer so auch ausgegrenzt wird durch das Essen, alle essen irgendwie Waffeln oder sowas und man sitzt als Einziger da und isst einen Salat oder sowas. Das ist aus meiner Perspektive echt eine tolle Sache. Oder eben, wenn man einfach weiß, ich esse wirklich was Gesundes da jetzt oder was Gesünderes, als jetzt, wenn ich es beim Bäcker hole. Ja. Das ist echt eine schöne Sache. Ja, das ist ja auch, wenn du das dann merkst und auf Rohkost umstellst. Also das ist ja auch bei mir der Fall gewesen, dass ich das ja mal eine Zeit lang, besonders über das letzte Jahr, von der Ernährung auch umgestellt habe und auf überwiegend Rohkost erstmal umgeschwenkt bin. Und dann merkst du natürlich schon erstmal diesen enormen Energieschub auch, den du hast. Und wenn du dann wieder, sage ich mal, rückfällig wirst oder dann mal doch lieber wieder dir ein Brot machst, normales Brot, dann merkst du richtig dieses Down, wie es dich angreift. Und das merkt man. Das Interessante ist halt wirklich auch ähnlich wie mit dem Abnehmeffekt, den man hat beim Kamut, dass es wirklich ja quasi völlig leicht ist, ein völlig leichtes Gefühl hinterlässt, ist also nicht wie das typische klassische Brot belastet. Und das fand ich, ist mir persönlich bei meinem Weg in der Ernährungsumstellung auch aufgefallen, dass man dann, dass es dich nicht mehr doch nicht so stark belastet wie. Ja. Okay. Ja, also für alle, die da jetzt ein bisschen mehr erfahren wollen über euer Weizen, über das Kamut-Weizen und eure Produkte, wo findet man mehr Infos über euch? Ja, bei uns auf dem im Netz gibt es uns natürlich unter www.konaplus.de. Genau, ich habe es am Anfang auch schon mal erwähnt. Konaplus.de ist der Link. Ich habe eben erwähnt, Canuteria, da kann man sicherlich auch dran wenden. Wo seid ihr jetzt genau? Wir sind in Moosburg am Federsee, Weltkulturerbe. Wunderschöne Gegend, schon der Gegend wegen ein Besuch wert. Ja. Und dort gibt es bei uns die Gerichte aus Khorasan, sei es die Waffel aus dem Waffeleisen mit heißen Kirschen oder ein richtig schönen Khorasan-Kuchen, auch mit Xylitzucker, also was Gesundes. Also ihr habt da einfach, Canuteria ist sowas wie ein Restaurant, nur halt mit Kamutmehlprodukten sozusagen. Die üblichen Schnitzel, Pommes frites, Salat und diese Dinge. Wir haben rein Kamut-Produkte. Wir sind kein vegetarisches Lokal. Es gibt auch mal Canutis mit Ei und Schinken drauf oder mit Käse überbacken. Aber nur so kleine Gerichte, ein kleiner Salat dazu. Ja. Und, also ich denke mal, wenn man in so einer abgelegenen, in Anführungsstrichen, Gegend jetzt ein veganes Restaurant aufmachen würde, das wäre wahrscheinlich auch zum Scheitern verurteilt. Aufgrund der mangelnden Nachfrage. Und deshalb finde ich es schon sehr gewagt, wirklich sowas da aufzumachen. Also wie ist das? Wie wird das angenommen da, wenn er sowas macht? Wir haben 200 Einwohnerort. Ja. 200 Einwohner, okay. Da hat mich damals gewarnt und hat gesagt, hier kannst du kein Lokal aufmachen. Das wäre jetzt auch mein Gefühl, also ist ja wirklich da so ein bisschen abgelegen. Ja. Keine Leute. Die ganze Leute aus dem Dorf, ja, auf dem Lokal waren schon einige Leute drauf und sind kaputt gegangen. Wir haben das Lokal dann renoviert, meine Lebensgefährtin und ich. Wir haben was draus gemacht, sieht schön gemütlich drin aus. Und ja, die Einheimische, die sind nur so drumherum geschlichen und haben geschaut, was wird es wohl sein, was sind es für welche. Ja.
Von welchem Stern kommen die her? Und so. Und heute wundern die sich, dass bei uns ums Lokal Autos stehen aus dem ganzen Umkreis. Ja, ist inzwischen Insider-Tipp. Die kommen vom Bodensee, die kommen von Stuttgart, die kommen von Freiburg und Ach. fragen sich im Ort alle, wie machen die das, dass Ja. da Gäste von so weit herkommen? Was haben die besonders? Sie haben aber teilweise noch nicht den Mut, mal zu schauen, was gibt's denn da? Ja. Und ja, es ist natürlich interessant, auf diese Art angeschaut zu werden. Was macht der anders wie andere Gastwirte? Wir Ja, klar. eigentlich gar nichts anders. Wir machen weniger und weniger kann hier mehr sein. Ja. Ja. Das ist interessant, ja, dass es wirklich jetzt schon so diese Reichweite hat. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die auch sagen, das interessiert uns mal und die kommen bei euch vorbei bei der Canuteria. Und dann würde ich sagen, wer das Ganze auch mal bei sich zu Hause ausprobieren möchte, jetzt aber nicht bei euch vorbeikommen möchte, ihr verschickt die Sachen ja auch deutschlandweit inzwischen. Ja, inzwischen nicht nur deutschlandweit, Schweiz, Österreich, Italien, Benelux-Länder, dann haben wir Schweden mit drin, Frankreich Ach. haben wir jetzt Anfragen, England, ja. Ja. Wir sind im Moment ein bisschen an der Wand von der Kapazität, von unseren Räumlichen. Seit wann gibt es die Firma Kona Plus? Die Firma Kona Plus gibt schon etwas länger. Wir haben erst mal einen Marketingplan kreiert, mit dem man arbeiten konnte, ohne Leute in finanzielle Nöte zu bringen, ja, wie das bei vielen Firmen so im Empfehlungsmarketing ist. Ich habe Wert darauf gelegt, dass hier ein Produkt angeboten werden kann in einem System, in das keiner investieren muss. Und deshalb hat es zuerst einmal die Versuche mit Marketingplan gegeben und das Produkt, das kam dann am 1. September 2013 dazu. Und seitdem arbeiten wir mit dem Produkt, haben natürlich mit kleinen Mengen angefangen, damals noch produzieren lassen bei einem Bäcker. Irgendwann haben wir dann gesagt, wir wollen auf Nummer sicher gehen, dass dort nur das drin ist, was auf der Tüte draufsteht. Und haben gesagt, wir freuen uns Tag und Nacht, wenn Kamut Enterprise Europe zur Kontrolle kommt, denn bei uns ist nur Kartoffel, Bio-Kartoffel, Kamut, Steinsalz und sonst nichts gelagert. Wir backen inzwischen auch mit Osmosewasser. Es ist ganz einfach so, dass wir hier inzwischen von Monat zu Monat der Umsatz steigern. Im Moment hier, wir sind hier in einem 100 Jahre alten Gebäude, ein altes Gasthaus, das ich umgearbeitet habe für die Produktion. Aber es reicht nicht mehr. Wir werden am 1. Juli unser neues Zuhause für die Firma eröffnen. Ja. Und zwar im Industriegebiet, in einem Nachbarort, eine neue Halle auf fast 1000 Quadratmeter. Es geht Wow, so richtig rund jetzt und es macht natürlich auch richtig Spaß. Es wird dort auch eine Studioküche reinkommen, wo man auch zeige, wie man mit Kamut arbeiten kann. Es wird ein kleines Bistro wieder drin sein. Und wir haben eine gläserne Produktion. Die Leute können mal zuschauen, wie bei uns produziert wird, wie das Brot gebacken wird. Ja. Und wir freuen uns selber drauf. Das hört sich wirklich hochspannend an. Also das zeigt, dass man wirklich ja, ganz transparent auch wunderbaren Erfolg haben kann, wie sich das rumspricht. Es ist ja wirklich der Mund-zu-Mund-Propaganda, was da passiert. Die Leute probieren es aus, sagen es weiter und wunderbar zu sehen, wie sich das entwickelt, finde ich sehr, sehr großartig. Großes Kompliment da an euch. Ja, ihr habt da noch ein Geschenk mit dabei. Was genau ist das? Ja, also für jeden der Zuschauer, also wenn ihr jetzt das seht, das Video, denke ich mal, stellt der Andreas noch einen Link unter das Video und wer darüber dann einkauft bei uns, haben wir uns überlegt, kriegt jeder bei der Erstbestellung eine so mal 1 Kilo Körner entweder oder ein frisch gebackenes Kamutbrot von uns dazu. Und beim Bestellvorgang seht ihr das dann, könnt ihr mal schauen, in der Beschreibung kann man dann uns reinschreiben, ich möchte lieber das Brot, das Vollkornbrot oder ein helles Brot oder ich möchte gern die Tüte Körner, um mal selber vielleicht mit dem Keim oder dem Weizengras das auszuprobieren.
Ja, das ist doch cool. Also, das heißt, es gibt so eine Box und eine Hinweisbox und dann einfach reinschreiben, was es sein soll. Also, es gibt geschenkt ein Brot, dunkles Brot oder ein helles Brot oder das Kilo Kamut-Weizen zum Keimen sozusagen. Genau, ganz wichtig, damit wir das auch zuordnen können, über deinen Link, den du dann unter das Video setzt, denke ich mal, Okay, ausschließlich über diesen Link, genau. dann ist nur die Zuordnung und dann gibt es das Geschenk zur Erstbestellung sozusagen dazu. Genau. Das ist auch eine schöne Sache, wunderbar, vielen Dank dafür, das ist sehr nett von euch und ich denke, es wird den einen oder anderen interessieren. Ja, ich danke an dieser Stelle euch nochmal ganz, ganz herzlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Das war sehr interessant, waren viele, viele spannende Informationen hier drin. Ich freue mich auf die Rezepte, die ihr angekündigt habt für das Essener Brot und was hatten wir noch mit dabei? Die Anleitung zum Sprossen, genau. Richtig. Da freue ich mich drauf und ja, wünsche allen ganz viel Spaß beim Nachmachen. Hoffe, dass ihr viele Infos herausziehen konntet. An euch erstmal noch weiter alles Gute, viel Erfolg auch für den anstehenden Umzug. Weiter viel Erfolg für ja, und viel Wachstum natürlich auch für euch. Ich finde das sehr, sehr gut, was ihr da macht. Das ist wirklich, ja, ich finde es gut, dass ihr einfach mal andere Akzente setzt und nicht mit dem Mainstream geht, sondern wirklich ganz klar mal einfach andere Wege einschlagen. Der Erfolg gibt euch da auch recht. Von daher finde ich das richtig gut. Vielen Dank nochmal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich und sage bis bald. Euer Andreas von grün und gesund.de und noch letzter Hinweis, wenn ihr wollt, gerne auch einen Kommentar unten drunter. Wenn ihr Fragen habt, ihr werdet sicherlich auch mal reingucken und in die Kommentare vielleicht auch dann was dazu schreiben. Also, jetzt aber wirklich, macht's gut, danke fürs Zuschauen, ciao. Ade, ciao.